Hallo und willkommen wieder zu Let's Play Dragobaslas Modpack. Prima, prima, Wahnsinn, so geil. Es fängt an zu regnen. Wirklich? Mhm. So. Perfekter Start in den Tag. Ja. So, also ich hab's veröffentlicht. Vor ein paar Minuten habe ich bekannt gegeben, dass wir an einem Modpack arbeiten und dass wir ja jetzt begonnen haben mit dem Let's Play. Ist das nicht schön? Wunderbar. Vor ein paar Sekunden hat es angefangen zu regnen. Vor ein paar Sekunden haben wir den Regen ausgemacht. Ist das nicht schön? Jawohl. Drago. Hm? Aber weißt du, was ich glaube? Hater brauchen ja irgendwas zum Haten. Eigentlich sind ja Hater die besten Leute, die einen hochbringen. Sie posten viel, sie liken oder disliken viel. Und geben einen viele Aufrufe, damit sie genau wissen, was sie schreiben. Und sie geben dir ein perfektes Feedback, was du alles falsch gemacht hast. Ja, genau. Oh je. Ja, ist so. Ich habe gerade meine Akazienhölzer kaputt gemacht. Also in Scheiben geschnitten. Aber ist egal. Also, gehen wir wieder runter. Es ist schön, hier kannst du Glas hintun. Wenn man hier runter geht, kannst du hier Glas anmachen, hast du noch ein bisschen Luft. Ja, aber ich hab da schon wieder sowas im Kopf. Ja, das wird wunderschön. Wir haben sehr viel geplant. Wir haben noch ein bisschen geredet über die Planungen. Und ja, es wird schön. Was haltet ihr eigentlich davon, dass Uli Hoeneß jetzt vielleicht ins Gefängnis geht? Gerecht oder nicht gerecht? Was hältst du davon, Drago? Ich meine gerecht. Ich glaube auch, weil wenn jetzt ein normaler Steuerzahler, der ist nämlich noch sehr gut weggekommen. Ein normaler Steuerzahler wie du oder ich, wenn wir das sowas machen würden, wir würden wesentlich mehr zahlen. Und er war ja noch extrem glimpflich, auch mit der Gefängnisstrafe und so. Und er hat eigentlich noch einen relativ guten Richter gehabt, den er nicht unter und auch über bevorzugt hat. So, was machen wir denn jetzt? Der hat so, der kann es nur mit den Sponsoren und der Meta-Werbung eigentlich wieder einholen. Der hat so viel. Er macht sich halt nochmal so ein Konto auf. Und der hat Glück gehabt, dass er eigentlich ein Wurstverkauf, also Fabrikant war. Ja, der hat, weißt du, wie viel mit dem Oktoberfest nur und so verdient? Das ist Wahnsinn. Sehr viel. Das ist Wahnsinn. Blub, 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 blub. Ich finde komisch, dass Wasser nicht blub macht in Minecraft. Nur Gieß und sonst gegen Wassergeräusch. Obwohl ich sag, durch die Luken bekommt man eigentlich schon genügend Licht. Also ich finde es perfekt, wenn es so ein bisschen dunkler ist. Das mag ich irgendwie. Also, wir haben es jetzt entschieden, es wird definitiv eine sehr detailreiche Villa. Eher ein bisschen im dunklen Stil gehalten.
ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll. Ich sehe immer wieder, wenn ich in ein neues Biom gehe. Spruce Woods habe ich jetzt gesehen. Und ich habe Redstone. Das weißt ja du. Ja, das brauche ich unbedingt zum Bauen. Nicht nur zum Bauen, ja. Da gibt's viel, also. Da könnt ihr richtig gespannt drauf sein. Was sich da der Emodam einfallen lässt. Ja, und wir haben beschlossen, wir werden eine riesen Challenge machen. Wahrscheinlich eine, eine 1000 Folgen Challenge. es wird auch nicht langweilig, weil wir ja immer, wenn es uns ein bisschen langweilig wird, neue Mods reinmachen. Mhm. Wir werden einfach fast alles machen. Wir werden eine Stadt bauen. Wir werden sogar für das Modpack einen ganzen Server aufbauen ohne Game Mode. Oh ja. Wir werden einfach den Spawn farmen. Wir werden die ganze Welt zerfarmen. Und dann haben wir immer noch mehrere Welten durch Mistcraft, also bitte. Ja, Mistcraft werden wir dann wahrscheinlich dann zum Schluss nur zum Farmen benutzen, zum Aufbauen, dann zum Schluss rausnehmen, weil, stellt euch mal vor, jeder User macht da irgendwas mit Mistcraft und da gibt es mal so einer, der sich super toll fühlt und da mal schnell ein paar hundert Welten macht und dann stürzt der Server ab und darauf haben wir eigentlich keine Lust. Genau. Also wir werden es einfach ein bisschen begrenzen. Ich sag, auf Mistcraft kann man eigentlich auch ein bisschen verzichten. Mhm. Und ja, es nervt halt auch ein bisschen. Man geht in eine Welt und hat plötzlich eine Scheißwelt, kommt überall violettes Zeugs und macht alles kaputt und so. Das ist scheiße, also. Manche Sachen sind Mistcraft einfach ein bisschen kaputt. Die machen alles aber kaputt. Ich glaube, die sind auch nur Menschen, die freuen und die entwickeln auch nur sehr langsam. Aber immer noch schneller als Mojang. Oh ja. Es ist auch gut, dass Minecraft nicht so viel Speicher braucht und so. Ja, dass die Mods klein sind und so. Auch wenn sie riesig sind. Das meiste ist eigentlich an den Games nur die Texturen, die du kannst nicht einfach bei Java jetzt eine tausende Auflösung reinhauen, wenn alle Blocks so ewig pixelig sind, dann haust du auf einmal so einen hochauflösenden Block rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Aber es wurde schon bewiesen, Java kann das schon machen, aber da braucht man einen PC, der nicht von dieser Erde ist. Ein Mega-Server, der nur die Texturen rendert. Ja, ich sag auch so, wir dürfen da nicht Java haten, weil Java wurde eigentlich für Programme gemacht und ja, nicht für Games. Die Dummen waren eigentlich schon Mojang, weil sie nicht umgestiegen sind, sobald Minecraft eigentlich gut wurde, bekannt wurde. Ja. Also es ist halt immer... Es geht immer so, warum soll man es jetzt anders machen? Das ist es halt immer, dieser Gedanke. Warum sollte ich jetzt was anders machen, wenn es mehr Arbeit ist? Ja, die meisten Menschen hören dann auf zu entwickeln oder so und sind einfach dumm. Mojang macht immer noch weiter und ist immer noch gut. Ja, Mojang ist eigentlich nur... Oder Minecraft bleibt eigentlich nur so erfolgreich wegen... Sie wurden nur durch YouTuber, also durch Let's Player bekannt. Und sind jetzt nur durch YouTube noch bekannt. Und durch Mods. Hm. Ich kenne viele Leute, die haben mich gefragt, ob es billiger ist, wenn man einen Minecraft-Account für Technik-Launcher kaufen kann. Und da habe ich gesagt, es ist sowas, ich gebe einen Account für Technik-Launcher. Du musst normales Minecraft kaufen. Das 20 Euro ist ja wahnsinnig wenig. Diablo 3 musst du 70 Euro zahlen. Oder zum Beispiel SimCity 4, 5. Oder Battlefield. Oh ja.
Das Bergarbeit ist Freude. Ich glaube, ich werde vielleicht auch noch irgendwann so ein Kanalsystem bauen. Mhm. Vielleicht durch die Stadt so Kanäle oder sowas, wo man dann unterirdische Kanäle, also als Abwasserkanäle, oder auch oberirdische Kanäle als Flüsse. Okay. Ja, ist jetzt nicht so gut, wenn die Kohle aufhört zu existieren. Ich keine Kohle hier unten finde. Hm. Mist. Was haltet ihr eigentlich von Bitcoins? Drago, was hältst du von Bitcoins? Ja, es ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, was jetzt schon möglich ist mit Bitcoins, aber ja. Also ich finde die Idee sehr gut, zum Beispiel letztens, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, war der Bitcoin-Kurs für eine ganz kurze Zeit für 40 Euro für einen Bitcoin. Wer sich da auskennt, wird sich denken, was? 40 Euro? Ja. Da ist ganz kurz die Aktie eingestürzt, so wie ich es gesehen habe. Und dann war das 40 Euro der Bitcoin. Hm. Und jetzt kostet er ja wieder 4.500 ein Bitcoin. Also man sollte wahrscheinlich nicht alles auf Bitcoins setzen. Das ist eher so für die Aktienhändler und so, die Bitcoins. Oder für Sachen, die man ohne Steuer machen will und ohne Banküberweisung. Ich finde das eigentlich sehr schade. Bitcoins ist eine sehr gute Idee, wird aber oft für illegale Zwecke, missbraucht. Genau. Aber das ist eigentlich heutzutage immer so, wenn es irgendwas gibt, was zu illegalen Zwecken genutzt werden kann, tut man es unfunktionieren zum seinen Vorteil. Genau. Okay, der Server hat geleckt. Oh, sorry. Ja. Da werde ich jetzt dann bestimmt erstmal so 10, 20 Stacks Holz und sowas meinen. Mhm. So viele Splitter. Ich guck mal ein bisschen bei bei Too Many Items so ein bisschen die Bäume an, was so dafür gut wäre, weil manche sind ja schon sehr krass, fast zu krass. Immer auf was spielst du, Drago? Deutsch oder Englisch? Deutsch. Okay, dann werde ich das jetzt mal schnell umstellen. Boah, nicht schon wieder. Jetzt da. Wo ist das was? Ah, jetzt. Das dachte ich schon, ich finde es nie. Irgendwann komme ich oben an, aber irgendwann erst. Mm-hmm.
Also auf, falls ihr sehr auf Industrialkraft aus seid, kann ich euch erstmal beruhigen. Wir werden erstmal sehr aufs Bauen, aufs Haus eingehen und so Technik und sowas. Bei mir wird es an zweiter Stelle stehen, Drago eher so mehr Zaubern und Magie, oder? Aber ich werde natürlich auch alles anschauen und machen. Wir wollen so viel wie möglich machen, aber alles zu seiner Zeit. Wir wollen nicht wie andere Leute kein Haus haben, dafür schon die besten Maschinen. Oh ja. Oh, dieses Lau. Ja, dann Drago, wenn wir jetzt mal wieder auf die Uhr so ein bisschen, auf die Zeit so ein bisschen achten. Ah ja, stimmt. Weil wir wollen ja heute noch das erste Video rausbringen, rendern, das Modpack vor allem jetzt weiter developen, weiterentwickeln, also jetzt in Anführungszeichen entwickeln. Also dann hören wir auf. Okay. Ja. Also dann, Servus, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.